Okay, ich bin Peter Voss, Chief Technology Officer bei Datamair und ich leite das gesamte technische Team, alle Softwareentwickler, lege Designstandards fest, schreibe selber Code, habe sehr viel an dem initialen Prototypen gearbeitet und momentan koordiniere ich die Teams in Deutschland und USA, also in Halle, New York und Kalifornien und genau, und muss regelmäßig technische Herausforderungen mit lösen, also als Designentscheidungen, in welche Richtung man weiterarbeitet. Big Data sind eigentlich zwei verschiedene Sachen. Big Data sind einerseits natürlich großes Datenvolumen, aber das ist noch nicht mal unbedingt das Hauptproblem bei Big Data. Was mit Big Data noch einhergeht momentan ist, dass also nicht das Volumen größer wird, sondern auch die Geschwindigkeit steigt, in der man erwartet, aus Daten Analysen zu gewinnen. Also man hat einfach nicht die Zeit, Monate zu warten, bis man eine neue Analyse abgeschlossen hat. Also Big Data sind tatsächlich zwei Dinge oder drei Dinge. Das ist einmal das große Volumen, die große Varietät, also Vielfältigkeit von Daten und dann noch die Geschwindigkeit, in der neue Daten hinzukommen und man Erkenntnisse gewinnen will aus Daten. Datamair ist die erste Datenanalyse-Plattform auf Hadoop basierend und wir versuchen ein Self-Service-System zu erzeugen, wo ein User Daten analysieren kann, und zwar große Daten und unstrukturierte Daten mit Hilfe eines Webinterfaces. Also keine Programmierkenntnisse sind dafür erforderlich. Und im Sinne von der User, der Business Analyst, kann selbstständig ohne Hilfe von IT Fragen beantworten. Und das ist das Hauptanliegen. Und das auch noch in einer kurzen Zeit. Das heißt wirklich ein Spiel mit Daten. Man macht exemplarisch Auswertungen, die man relativ einfach mit dem Datamair-Produkt entwickeln kann. Und kann dann entscheiden, sind das wertvolle Antworten für mich. Und wenn man am nächsten Tag andere Informationen braucht, dann kann man mit Datamair sehr schnell agil seine Analyse ändern und komplett andere Auswertungen machen. Hadoop ist genau diese Plattform, die, also ich nenne es jetzt mal eine NoSQL-Plattform, die eben anders als Datenbanken und MySQL nicht erwartet, dass man vorher ein statisches Schema festlegt. Und genau darum geht es auch, dass man eben nicht festgelegt ist auf Dinge und dann sehr lange braucht, das zu ändern, was bei MySQL der Fall wäre, weil wenn man einmal seine Daten voroptimiert hat, indem man sie in bestimmte Tabellenschemata gepresst hat, kann ich jetzt nicht am nächsten Tag sagen, ich möchte jetzt etwas ganz anderes tun, weil dann müsste ich erstmal die Daten migrieren in ein anderes Format. Und Hadoop ist genau die Plattform, ist sehr skalierbar und sie hat eben überhaupt nicht diese Festlegung auf ein statisches Schema, sondern man kann einfach die Daten so, wie sie sind, auf seinen Cluster laden und dann erst zum Zeitpunkt der Analyse festlegen, wie verarbeite ich jetzt die Daten. Deswegen Hadoop. Also wirklich NoSQL versus SQL-Plattform. Kann ich es immer ein bisschen schwierig, weil Kundendaten zum Beispiel, ich nicht nennen kann, aber auch zum Beispiel aus großen Finanzinstituten haben wir ein paar sehr gute Projekte gemacht. Bevor Datamair eingesetzt wurde, das war der Bericht, den wir bekommen haben von diesem Institut, war es technisch nicht möglich, zwei Datenquellen miteinander zu verbinden durch einen Join, weil einfach die Datenmengen so massiv waren, dass die Datenbank nicht mehr in der Lage war, diesen Join überhaupt auszuführen. Also er hätte entweder unendlich lange gebraucht oder das Datenbanksystem hätte es gar nicht zugelassen. Und das war letztendlich für uns ein sehr schönes Projekt, weil
weil sehr positives Feedback war. Mit unserem Produkt ist man überhaupt das erste Mal in der Lage, gewisse Daten zusammenzuführen und neue Erkenntnisse zu gewinnen, die vorher einfach überhaupt gar nicht zu bekommen waren, weil man einfach mit der technischen Limitation gelebt hat, die so eine Datenbank mit sich bringt. Also wenn man es nicht kann, macht man es einfach nicht. Und man hat da auch sehr interessante Ergebnisse erzielen können und Dinge gefunden, die sag ich mal, mehrere hundert Millionen Euro oder Dollar Bereich Einsparung lagen, wo man Dinge identifizieren konnte, illegale Transaktionen, was sehr, sehr wertvoll ist für Finanzinstitute. Das ist eine gute Frage. Wissen tue ich das auch nicht. Von der Vision her definitiv, dass Auswertungen einfacher werden, weil Business Intelligence kann sehr kompliziert sein, dass auch nicht jeder Anwender es wirklich machen kann. Man will eigentlich ja nicht Softwareentwicklerressourcen groß beschäftigt haben, nur um seinen Business Intelligence Prozess am Leben zu halten, also alles, was damit einhergeht. Und da sehe ich definitiv die Entwicklung, dass in den nächsten Jahren das deutlich einfacher werden muss und auch einfacher werden wird, weil die Zeit, die man hat, Erkenntnisse zu gewinnen, wird einfach immer kürzer. Man möchte nicht, also man verliert einfach bares Geld, wenn man gewisse Erkenntnisse nicht schnell genug gewinnen kann. Warum gehen mehr Kunden verloren? Warum haben wir jetzt plötzlich nicht mehr so eine gute Conversion Rate von jemandem, der meine Webseite besucht, zu jemandem, der mein Produkt kauft? Und da einfach die Nachfrage da ist, wird der Trend auch dahin gehen. Data mehr, genau. schwer zu sagen, ein Startup. Also ich fand zum Beispiel MapR sehr spannendes Startup, weil man hier versucht hat, sag ich mal, die Hadoop-Welt nochmals schneller zu machen, also indem man nicht einfach nochmal das Rad neu erfindet, sondern einfach versucht, Dinge einfach neu zu schreiben, schneller zu schreiben. Insofern fand ich MapR definitiv als sehr spannendes Startup in dem Bereich. Das ist eine sehr gute Frage. Datamair ist ein amerikanisches Unternehmen und hat auch momentan die meisten Kunden in Amerika. Allerdings definitiv auch mit deutschem Herzen, weil der Gründer der Firma ist deutsch und die Entwicklungsabteilung ist hauptsächlich in Deutschland. Und insofern ist es ein bisschen von beiden. Aber ich würde es eher als amerikanisches Unternehmen bezeichnen, einfach weil es ein Silicon Valley Startup ist, aber mit ganz großem Fokus auch auf deutscher Entwicklung.